Florian Ewald, ne? Was bringst du denn schön? Eberhard Lüders, Architekt? Ja. Sagt dir das nichts? Nie gehört. Der Beruf, meine ich. Ja, ich habe gar keinen Umgang mit so hohen Herren. Das liegt wohl daran, weil meine Häuser alle noch auf dem Monde liegen. Also, das ist eine ziemlich lange Leitung. Wieso? Was machen denn Architekten? Die verdienen schweres Geld. Ja, womit? Ja, sie bauen Häuser. Ja, zum Beispiel auch Vereinshäuser. Ja, richtig, ja. Dämmert's jetzt bei dir? Ja, ja. Dieser Herr Lüders ist mir sehr verpflichtet. So? Ich habe ihm eine Menge Schwerereien erspart und Geld. So. Ja, eines Tages fuhr er mir direkt in meine Karre zu. Und ich hatte Vorfahrt. Hast du Schwein gehabt? Ja, nur wir haben uns gütlich geeinigt. War ein Blechschaden. Ja. Für die Versicherung eine Lappalie. Und jetzt will er sich revanchieren. Wodurch? Ja. Anton, was meinst du? Vielleicht macht er uns die Pläne für das Vereinshaus auf dem Laubengelände umsonst? Nein. Sprich doch mal mit ihm. Du, ich weiß nicht so recht. Ja, ist die Sache mit dem Vereinshaus meine oder deine Idee? Dazu, ich gehe meine, ja. Ja, na also. Ich mache mit dem Architekten einen Termin aus, ja? Ja, mir sagst du Bescheid, ja? Tschüss. Gut. Wiederschauen. Tschüss, abgemacht. Lüders, ja? Tag, Herr Langmann. Tag. Ich habe mich ein bisschen verspätet. Macht nichts, ich habe mir Zeit. Ziemlich große Kolonie. Ja, alles in einem 70 bis 80 Kleingärten. Aha. Wenn Sie noch die Familien zurechnen, sind das immerhin ein paar hundert Menschen, die ihre Ruhe und Erholung suchen. Ja, ja. Ja, ich weiß, es klingt alles ein bisschen nach großen Worten, ist aber nun mal so, nicht? Verstehe schon, weiß, was Sie meinen, Herr Lachmann. Zigarette? Nein, hier draußen nicht. Ja, die meisten Laubenpieper wohnen nämlich in Mietskasernen. Und wenn die hier rauskommen und die Benzingestangen mit der schönen frischen Luft hier vertauschen oder ihren Sonntagsnachmittag Ausgekaffee trinken, ich sage Ihnen, Lüders, das bedeutet für viele Menschen schon ein großes Stückchen Glück. Und um das Glück voll zu machen, möchten Sie gerne ein Vereinshaus haben, ne? Ja, Vereinshaus ist ein großes Wort für ein kleines Häuschen. Nein, ich habe da mehr an eine Kantine gedacht. Wissen Sie, ganz einfach, ohne jeden Komfort. Mhm. Vier Wände und ein Dach drauf, ne? Ein reiner Zweckbau also. Ja, ja, wo man sein Bierchen mal trinken kann, noch das Skat spielt. Ja, ja. Und wo die Frauen noch was einkaufen können, wenn sie vergessen haben, was in der Stadt zu besorgen. Ja. Also bei junge Burschen, die treffen sich immer, um zu üben. Ja, alles Höhle von Laubenpiepern. Schön. Ja. Ja, die einen, die spielen Fußball, die anderen machen Musik. Ja, solche Musik ist zwar nicht jedermanns Sache, aber naja, hier können sie sich austoben und sie fallen keinem auf den Wecker. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal den Platz. Das wäre also der Platz für das Vereinshaus oder Kantine, wie Sie wollen. Ja. Hm. Schöner Platz. Ja. Ja. Ja, Herr Lachmann. Gehen wir mal davon aus, dass ich für meine Arbeit als Architekt nichts berechne. Oh, danke sehr. Was darf denn das Ganze kosten? Ja, also Lüders, was das Geld anbelangt, da sind wir Laubenpieper ja ein bisschen schwach auf der Brust. Na, wer nicht? Ja, sehr sogar. Ja, ich mache mir eigentlich schon Vorwürfe, da ich sie überhaupt hierher bestellt habe, aber mein Freund, der Ewald Koch, der... Ja, ja, weiß schon, was ich meine. Sie bekommen die Skizzen. Wunderbar. Sagen wir in 14 Tagen? Jawohl, ich gebe sie gleich weiter dem Vorstand, ja? Wiedersehen, Herr Lachmann. Ja, wiederschauen. Alles Gute. Vielen Dank zunächst. Können wir? Ja. Brennt alles? Alles fertig. Pose bitte. Achtung. Ja. Gitta, Sie haben ja die seitliche Aufhellung vergessen. Ach ja. So. Achtung. Pose bitte. Jetzt. Danke. Zur Sicherheit noch eine. Achtung, bitte, jetzt. Danke, wunderbar. Gitta, mach bitte das Licht aus. Sie können nach Hause gehen. Das Modehaus Hofmeister hat angerufen. Die Vergrößerungen werden dringend gebraucht. Das habe ich gerne. Heute die Aufnahmen und vorgestern schon die Vergrößerung.
Wir werden sie heute fertig machen und Sie bringen sie morgen rüber. Gut. Peter, ja? Ach, Herr Kessler, Sie warten doch nicht etwa auf mich? Doch, Fräulein Lachmann. Ich möchte gerne etwas mit Ihnen besprechen. Sie suchen doch nicht etwa ein neues Mitglied für Ihre Combo. Ich warne Sie, ich kann nur auf dem Kamm blasen. Tja, mit unserer Combo hat das schon was zu tun. Und mit Ihrem Vater. Mit meinem Vater? Da bin ich aber gespannt. Kommen Sie, erzählen Sie doch mal. Ach du, Vati? Schlüssel vergessen. Mach doch nichts. Du wirst sicher Hunger haben. Was halb so wild, Mutter? Ich habe unterwegs eine Bockwurst gegessen. Na, wie war's denn? Wie soll's gewesen sein? Wie es zu erwarten war. Na ja, komm mal. Opa da? Ja, ja, der wartet schon auf dich. Wie war's denn, Anton? Ja. Sehr gesprächig bist du gerade nicht. Geht doch schon endlich. 18.000 Mark soll der Bau kosten. Sage und schreibe. Und die hat der Verein natürlich nicht übrig. Nicht mal die Hälfte, Mutter. Lass mich mal durch. Ja. Selbst wenn wir eine Hypothek aufnehmen und uns was zusammenpumpen und abstottern, es fehlt immer noch ein paar tausend Mark. Tut mir leid für dich, Anton. Aber was sagt denn der Vorstand? Was haben sie denn beschlossen? Auf Eis legen, Opa. Die ganze Geschichte. Ja, Kinder. Das Projekt Vereinshaus ist leider endgültig auf Eis gelegt worden. Ach, Mensch, habe ich mir schon gedacht. So hat es der Vorstand wenigstens beschlossen. Oh. Es fehlen ein paar tausend Märker und daran scheitert es. Aus Perdue. Okay. Das doofe Geld. Das muss ich euch leider heute Abend sagen. Ich habe das alles schon von Herrn Lachmann erfahren. Aber so schnell darf man doch nicht aufgeben. Also, ich könnte mir denken... Denken ist Glückssache. Sei doch mal ruhig, Benno. Lass doch Herrn Kessler ausreden. Vielleicht ist seine Idee gut. Idee ist vielleicht zu viel gesagt. Ich habe mir nur so meine Gedanken gemacht. Ja. Ich meine, wenigstens wir dürften die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen. Uns käme doch eine Kantine auch zugute. Klar. Genau. Ich denke dabei nicht nur an unsere Combo. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Sollen wir etwa von Hof zu Hof ziehen und um milde Gaben singen? So ungefähr wenigstens. Also jedenfalls, meine Freunde und ich, wir wären bereit, nach Feierabend überall da zu spielen, wo man uns dafür bezahlt. Ja. Zum Beispiel bei Tanzvergnügen, Hochzeiten. Genau. Und alles, was wir verdienen, kommt auf das Sonderkonto Vereinshaus. Bravo, Herr Kessler. Ich finde, jeder sollte in seiner Freizeit etwas tun, womit er für das Vereinshaus Geld verdienen könnte. Was sagst du, Benno? Ärmel hochkrempeln und hau ruck. Ach was. Ich jedenfalls finde die Idee großartig. Ich auch. Schon, weil wir unseren alten Herrschaften mal zeigen können, dass wir auch noch da sind. Ja. Bravo. So ungefähr habe ich mir die Sache vorgestellt, als ich euch zusammengetrommelt habe. Sag mal, wer von euch hat einen Führerschein? Ich? Ich auch. Ich habe auch einen. Also gut. Ich stelle für die gute Sache meine Taxe zur Verfügung. Ihre Taxe? Ja. Das heißt, genauer gesagt, wenn mein Wagen eine zweite Schicht fahren würde, könnten diese Einnahmen dem Vereinshaus so fließen. Ich müsste natürlich jemanden haben, der sich in der zweiten Schicht für mich ans Steuer setzt. Ich kann ja schließlich nicht 24 Stunden am Tag rumkutschieren. Und den Taxischein müsst ihr auch vorher machen. Ne? Mein Bruder Benno könnte das machen. Und was wird aus meinem Studium? Benno hat recht, er darf sein Studium nicht vernachlässigen. Aber ich könnte doch fahren. Du? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum nicht? Ach was, das Taxifahren würde mir sogar großen Spaß machen. Herr Koch, wollen Sie es mit mir versuchen? Mit Ihnen? Gemacht. Einverstanden. Zwei Einnahmequellen hätten wir. Taxi und Musik. Die Sache hat nur einen Haken. Wo kriegen wir Engagements her? Ach was, wir werden schon einen Weg finden. Prost! Ja, richtig, Kitty. Es wird schon alles gut. Punkt! Prost! Prost! Prost. Prost. Hier Vorzimmer, Direktor Hofmeister? Nein, Herr Direktor ist im Moment nicht zu sprechen. Würden Sie vielleicht in einer Stunde noch mal anrufen? Ja? Danke, auf Wiederhören. Guten Tag. Guten Tag. Ich komme von der Firma Modefoto Schöne. Ah, die Fotos, das ist ja fein. Die Werbeabteilung wartet schon drauf. Dankeschön. Sonst noch was? Ich hätte gern Herrn Direktor Hofmeister gesprochen. Das geht jetzt nicht. Der Herr Direktor möchte nicht gestört werden. Und wann ist der Direktor frei? Sieht sehr schlecht aus. Vielleicht morgen. Morgen? Da fliegt der Chef nach Paris. Aber vielleicht ist der Juniorchef im Hause. Ist es denn sehr wichtig? Oh ja, sehr, bitte. Na ja.
Ich werde mal sehen, was ich für Sie tun kann, mein Kind, ja? Warten Sie mal einen Moment, ich bringe nur schnell die Bilder weg. Dass ich hier so reinplatze. Wie kommen Sie denn hier rein? Ich weiß, Sie haben keine Zeit, ja, aber ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Es geht ganz schnell. Ich möchte nur, dass Sie sich mal kurz diese Musik anhören. Oder besser gesagt, weniger die Musik als die, die Sie spielen. Aber Fräulein, ich muss Ihnen sagen... Ich bin sicher, Herr Direktor, dass Ihnen die Musik so gut gefallen wird, dass Sie die Band für Ihre große Modenschau in der nächsten Woche engagieren werden. Nun lassen Sie mich doch auch mal zu Worte kommen. Sie müssen nämlich wissen... Bitte, Herr Direktor, bitte hören Sie sich das an. Vier junge Musiker warten auf eine Chance. Bitte geben Sie ihnen diese Chance. Aber Sie sollen nicht die Katze im Sack kaufen. Dafür habe ich ja die Probe mitgebracht. Bitte schön, es geht gleich los. Gestatten Sie, Hofmeister. Oh. Mhm. Und das ist der Degner, unser Prokurist. Oh, entschuldigen Sie, Herr Direktor. Sie müssen sich doch nicht entschuldigen, mein Fräulein. Ich fand die Musik gut. Ja? Sehr gut sogar. Oh. Immer fleißig? Was bleibt mir alles übrig? Was sagst du denn zu unserer Jugend? Ah, prima. Hm? Packen die Jungs die Sache am richtigen Ende an? Ja. Ja, und deine zukünftige Schwiegertochter, die Dagmar. Ich verstehe, was Schwiegertochter. Ja, ein Prachtmädel ist das. Ja? Die fährt wie ein alter, ausgebuffter Droschenkutscher. Wenn die alle so weitermachen. Ja, schon gut. Wie war es denn im Krankenhaus? Ich meine, wie geht's der kranken Frau Nickel? Wenn du arm bist, musst du früher sterben. Ach, hör auf mit den Sprüchen. Ich meine, was sagen die Ärzte? Was sollen die schon sagen in so einem Fall? Holen Sie Geld von Ihrem Bankkonto, fahren Sie nach dem Süden. Da werden Sie ganz schnell wieder gesund. Ich höre immer Bankkonto. Danke, Herr Koch. Danke. Ja, Mutter, der Ewald war gerade mit Herrn Kuhlbass im Krankenhaus bei Frau Nickel. Ja, und? Wie geht's ihr? Schlecht. Sie soll nach dem Süden fahren, da könnte sie sich erholen. Aber woher das Geld nehmen und nicht stehlen, wenn man mit einer kleinen Rente auskommen muss, nicht? Ja, ja, es ist schlimm, wenn man im Leben allein steht und keiner da ist, der einem hilft. Keiner da? Ich denke, ihr Laubenpieper habt den schönen Wahlspruch, einer für alle und alle für einen. Oder etwa nicht? Ja. Dagmar und Benno kommen. Ich habe eben mit Dieter alles besprochen. Er denkt genauso wie wir. Helfen. Na klar, die kranke Frau Nickel ist wichtiger als unser Vereinshaus. Das läuft uns nicht weg. Seid ihr euch darüber im Klaren, was ihr macht? Wieso ihr? Willst du dich ausschließen? Also gut, wir. Also von mir aus gibt es überhaupt nichts zu überlegen. Mhm. Das ist auch meine Meinung. Na, dann ist ja alles klar. Gehen wir. Gehen wir. Über eins müssen wir uns im Klaren sein.
Entweder wir stellen Frau Nickel das Geld vom Verein aus zur Verfügung, oder... Unser Vereinshaus ist im Eimer, das meinst du doch, Gustav. So ist es, Ewald. Was meinen Sie, Herr Lachmann? Ja, Sie haben recht, Herr Kuhlwas, leider. Ach, bring es doch ein paar Gläser mit her. Sie wissen genau, meine Herren, dass der Gedanke mit dem Vereinshaus von mir kam. Die Jugend hat den Gedanken aufgegriffen, hat eine ganze Menge Geld zusammengebracht. Ist alles ganz schön und gut. Tja. Ich gehöre zwar nicht dem Vorstand an, aber ich meine, wir sollten es als unsere Pflicht ansehen, der kranken Frau zu helfen. Na, gib schon. Ja. Was meinst du, Bruno? Sehr richtig. Der Verein sollte ihr das Geld vorstrecken. Stimmt. Ich bin auch dafür. Unser Verein ist zwar kein Kreditinstitut, aber ich fürchte, wenn wir ein Mitglied so im Stich lassen, dann können wir uns begraben lassen, mitsamt dem ganzen Verein. Richtig. Von ihrer Rente kann Frau Nickel nicht eine Mark entbehren. Ich bin dafür, Gustav, dass der Vorstand zusammentritt und über eine Schenkung abstimmt. Bravo, Herr Klinke. Das erste vernünftige Wort heute. Das ist ein Grund zum Trinken. Prost! Guten Tag. Störe ich? Nein, nein, komm nur rein, Kind. Vater, wir haben beschlossen, einstimmig, die rund 2000 Mark, die wir zusammenbekommen haben, wir stellen das Geld der kranken Frau Nickel zur Verfügung. Das Vereinshaus kann warten bis nächstes Jahr. Was sagt er dazu? Also, das ist ja... Ist das das Neueste? Nee, oh. Eine tolle Sache. Haltet euch fest. Mach dich so spannend. Ja? Ich komme eben von meinem Freund, dem Brauereiinspektor Schlegel. Ja. Der hatte früher auch mal eine Laube. Also kurz und gut, der will uns eine große Holzbaracke ganz billig abgeben. Was? Noch besseres Vereinshaus könnt ihr euch noch gar nicht wünschen. Was sagt er dazu? Das ist ja großartig, Opa. Sehr toll. Euer Opa hat wieder mal einen Vogel abgeschossen. Prost, Opa Lachmann. Prost, Prost, Prost. Auf unser neues Vereinshaus. Na, Anton, was habe ich gesagt? Ende gut, alles gut. Ja.